Heute gibt es um ein Thema, besser gesagt um eine Zielgruppe. Abartige, jämmerliche, Leute ohne Stolz, ehrenlos. Leute, die die größte Schande auf dieser Erde teilweise mitbilden. Absolut, absolut. Worum geht's überhaupt? Es geht um Sims. Sim von Englisch Simpleton Einfallspinsel ist eine dem Internet Slang entsprungene abwertende Bezeichnung für jemanden, der einer anderen Person übermäßiges Mitgefühl und Aufmerksamkeit entgegenbringt, ohne dass dies wirklich erwidert wird. In einem früheren Umstand im Beziehungsmarkt war es so, dass ein Partner, so sprich Mann und Frau, verschiedene Ressourcen mitgebracht haben. Der Mann auf der einen Seite hat beispielsweise Assets, also Ressourcen oder Physik, die Fähigkeit seiner Familie zu verteidigen oder Bildung mitgebracht. Jetzt auf der anderen Seite hatten wir Frauen, die beispielsweise auf die Kinder aufpassen konnten, kochen konnten und die Kinder bilden konnten. Das hat sozusagen dazu geführt, dass jede Partei Leistung erbringen musste. Bei dem Simp auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass die Frau automatisch höher gestellt ist und keinerlei Qualifikation mitbringen muss. Im Gegenteil, er muss sich anhand härtester Arbeit beweisen und zeigen, dass er dieser ganzen Thematik einer Beziehung überhaupt würdig ist. Das heißt, wenn er viel, viel Geld investiert oder sonstiges, ist es vielleicht möglich, dass sie ihn akzeptieren wird. Das ist eine große Disbalance. Denn wenn ein Mann eine Frau nur aufgrund seiner Ressourcen kennenlernen wird, wird er eine große Katastrophe erleben. Oh shoot! Thanks for the $100,000, dude. I gave away my whole life savings to you because I love you so much, mommy. Thank you for everything. I can't wait to be your king and run off with you for forever. That's crazy, bro. I mean, enjoy poverty. Babe, we got $100,000! Bruh, man muss eine Sache verstehen, und das ist, dass Simpen noch nie so leicht war wie up to date. Wenn man sich den GDP dieser Welt anguckt, also sprich das Einkommen per Haushalt, dann hat sich das ja über die letzten Jahre minus Inflation drastisch gesteigert. So muss man beispielsweise für eine Reise, eine Luxusreise oder irgendwelche Luxusgüter, anstatt mehrere Jahre nur noch ein paar Monate sparen. Das sorgt dafür, dass Leute mit diesem zu viel vorhandenen Geld auch viel Geld für diesen Schmutz ausgeben. Jetzt gibt es natürlich sogar noch eine zusätzliche Möglichkeit, nämlich Kredit. Viele Leute haben inzwischen festgestellt, dass sie einfach sich einen Kredit ziehen können und mit diesem Geld genau dieselben Sachen machen können, als wenn sie eigentlich kein Geld hätten. Das heißt, Simpen auf Kredit ist inzwischen auch möglich. Man sieht, dass bei einer Befragung 76% der befragten Männer gesagt haben, dass sie bereit wären, für eine Frau oder besser gesagt einen zukünftigen Partner bereit wären, ins Minus zu gehen. Wenn man einen Kontrast der Männer von damals zu heute bildet. Also sprich, man guckt die letzten 50 Jahre, was waren die Idole auf dieser Welt? Welche Leute standen für welche Werte und hatten den höchsten Status, Ruhm, Anerkennung und waren angesehen in der Gesellschaft zu was jetzt der Standard ist? Merkt man einen großen Unterschied. Die Ideen haben sich geändert. Ja, aber was sagst du denn? Es kann ja auch einfach sein, dass wir moderner geworden sind. Modern heißt nicht immer besser. Es gibt auch sehr viele Beigeschmäcker, die sich inzwischen gebildet haben. Fast jedes Produkt, was wir konsumieren, hat auf einmal Krebsinhaltsstoffe. Was ist das denn? Aber es ist modern. Ist doch neu, oder nicht? Diese Logik macht keinen Sinn. Der OnlyFans-Boom hat dafür gesorgt, dass innerhalb der letzten 3 Jahre sich dieses Geschäftsmodell, das Ausbeuten einsamer Männer, einfach verzehnfacht hat. Und das ist nur bis 2022 die Statistik. Wie soll das dann dieses Jahr aussehen? Natürlich hat das auch zur Folge, dass diese Content-Creatorinnen gar nicht über die Konsequenzen nachdenken, wie die seelischen Schäden, Einsamkeit, der Weg zum Sinktum. Ich werde vielleicht irgendwann ein Video dazu machen. Nein, ich werde kein Video dazu machen. Ich werde das safe nicht machen. Überhaupt nicht. Außer du schreibst mir einen Kommentar dazu. Der Beigeschmack an diesem ganzen OnlyFans-Boom ist das Schöne. So eine Menge an Aufmerksamkeit, Thirst und Wertschätzung, für die sie noch nicht mal gearbeitet haben. Das menschliche Gehirn funktioniert so, dass du, wenn du mit zu viel Endorphin, also Glückshormon, überschüttest, dass dieses Gehirn irgendwann einfach faul wird. Auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, diese Frauen machen gar keine Entwicklung in ihrem Dasein. Das sorgt dafür, dass diese später Themen wie Suizidgedanken oder auch anderen Elementen zu kämpfen haben. Natürlich hat das auch damit was zu tun, wenn Pornos von dir im Internet rumschwirren und du später versuchst zu heiraten, dass, naja, wie soll es klappen, weißt du, ich meine, dein neuer Mann, ich weiß nicht, ob er das so fresh finden wird. Außer er ist ein Sim. Aber glücklicherweise hat die Menschheit über die letzten Jahre immer für jedes Problem eine Lösung gefunden. AI-Avatare, welche OnlyFans-Content kreieren, welche diesen Frauen ihren Lebensunterhalt streitig machen. Diese Avatare sorgen dafür, dass sie sehr viel mehr
Effizienz an den Tag legen als eine Content-Creatorin. Denn diese muss sich erstmal Outfits kaufen, muss den Hintergrund gestalten, muss das Zimmer anpassen, während ein KI-Avatar ganz leicht auf Knopfdruck das alles in tausendfacher Effizienz geschafft hat. So ist zwar mit einigen Schreibprogrammen es möglich, dem Sim vorzugaukeln, dass du mit ihm schreibst, aber das Ganze ist immer noch limitiert. Während ein KI-Avatar nun ja mit tausend Sims gleichzeitig schreiben kann und sich ein süßes Nebeneinkommen verdienen kann. Das Lustige daran ist, höchstwahrscheinlich ist die Person, die diesen Avatar programmiert hat, ein Mann. Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass diese KI-Avatare tausende von Heiratsanträgen von Männern weltweit bekommen, obwohl sie teilweise wissen, dass dieser Avatar nicht echt ist. Hier ist ein sehr gutes Beispiel, die liebe Mila Sophia. Diese reizende Dame, welche gar nicht existiert im Real Life, hat schon so viel Following auf Social Media generiert, dass Männer weltweit sich gar nicht mehr einkriegen, weil diese bezaubernde junge Dame es ihnen allen angetan hat. Es ist schon eine wirklich, wirklich komische Art von Brüderlichkeit, wenn aus dem Kreislauf der Transaktionen die Frauen entfernt wurden, also diese ganzen OnlyFans-Creatorinnen, und jetzt diese ganzen KI-gesteuerten Avatare von irgendeinem Typen programmiert werden, der sich ein kleines Nebeneinkommen dazu verdienen möchte. Ja, beautiful young woman. Cringe. Your beauty, your beauty really dazzles me. Simp, I adore you. $1 million smile. Oh, du Simp. Jetzt habe ich mir noch Deutsche rausgesucht. Die Deutschen waren natürlich besonders köstlich. Uff, du bist schon echt verdammt hot. Simp, ich lass die Namen einfach da, ne? Ich werde deren Namen nicht zensieren. Was reimt sich auf Stock? Deine Mutter. Schad. Wenn du nass bist, wonach suchst du? Handtuch. Schad. Wer macht alles für mich? Ich. Ich. Oh, Simp. Mami. Simp. Schönes Bild von dir. Digga. Du bist ein Simp. Oh mein Gott. Nein, er ist zu viel. Es war schon immer mein Traum, dir zu schreiben. Simp. Bruder, du bist mir zu viel. Du bist mir viel zu viel. Richtig hübsch. Oh mein Gott, gorgeous. Dieser traumhaft schönen Dame einen schönen Sonntag. Simp. Nein, aber warum lachst du eigentlich? Ich will mal gucken, wie real du bist. Ich will mal gucken, wie ehrlich deine Lacher bis hierhin gerade waren. Hast du gelacht, weil es lustig war oder weil du dich selber darin erkannt hast? Wir werden einmal einen kurzen Sim-Check mit dir machen und werden einmal gucken, inwiefern du ungeschoren aus dieser ganzen Geschichte rauskommst. Wir werden jetzt 5 Fragen stellen und wenn du auf mehr als 2 von diesen Fragen mit einem Ja antworten würdest, bist du ein kompletter Simp. Frage 1. Hast du schon mal dir Geld geliehen, um eine Frau zum Essen auszuführen? Hast du schon mal Pläne gecancelt für eine Frau? Likest du Bilder von Frauen und sagst ihnen, dass sie wunderschön aussehen, wie diese ganzen Sims von gerade eben? Likest du Bilder von vielen Frauen? Likest du diese Bilder? Gibst du ihnen diese Attention, diese Aufmerksamkeit? Gibst du deine wertvolle Aufmerksamkeit weg? Sim-Symptome. So. Gehst du extra an diese eine Kasse, wo diese Frau ist und sowas? Guckst du die ganze Zeit die Bilder von deinem Crush? Boah, das ist schon schrecklich wieder. Glückwunsch, Sie haben das Simp-Examen hoffentlich bestanden. Was lernen wir also? Sei kein Simp. War's das? Eigentlich schon, ja. Wenn wir realistisch gesehen gucken, haben deine Großeltern mindestens einen Krieg miterlebt. Es war damals die Aufgabe von Männern in deinem und meinem Alter in den Krieg zu ziehen, um für ihr Land zu kämpfen. Von den Westgoten, die Rom besiegt haben, von Rom, was die halbe Welt besetzt hat, bis zu den Muslimen, die auf ihren Feldzügen die ganze Welt revolutioniert haben. Große Persönlichkeiten sind hervorgekommen. Große, große Kriege haben sich in diesen Zeiten etabliert. Vor allen Dingen auch während der Zeit der Renaissance haben sich so viele Künstler, Architekten und Bildhauer als auch Persönlichkeiten bewiesen im Markt. Diese Männer hatten auf gar keinen Fall die Zeit und die Möglichkeiten, ein Simp zu sein. Diese Männer mussten performen. Wir leben in einer komplett neuen Zeit, ich verstehe das. Wir haben ganz andere Prüfungen, ganz andere Themen, die uns heutzutage beschäftigen, aber wir müssen adaptieren, wir müssen besser sein als das. Wir können sowas nicht zulassen. Wir können auch nicht unseren ganzen Stolz hergeben für ein Ungleichgewicht. Deswegen ist die große und entscheidende Frage, was kannst du jetzt machen? Abonnier den Kanal. Zukunft die Vorwürfe, die ein Präsident erhält, nicht mehr so aussehen werden, dass er sagt, I did not have relations with those minors. Das heißt, I did not donate to this eagle. Das heißt so viel wie, ich habe diesem Eagle kein Geld geschickt. Hab
von diesem Burger geträumt. Dieser Burger, den hat mich nicht in Ruhe gelassen. Wir hätten gestern einfach Burger essen können.